Hallo Leute, ja, letztes Mal haben wir hier reingeguckt, da waren 8 Passagiere, ne, 5 waren es, glaube ich, jetzt sind schon 8, ist ein bisschen mehr geworden. Wir sind hier noch unterwegs mit WASD natürlich nicht, sondern mit den Pfeiltasten und wir hatten schon, glaube ich, alles durchgeguckt, haben aber überall noch so ein paar Löckchen rumfahren, die wir vielleicht noch austauschen müssen, ne, weil hier ist jetzt tatsächlich ein Rot, das ist ja interessant. Hier fahren ja noch ein paar Fahrzeuge lang, die definitiv noch alte sind. Wir haben ja jetzt eine neue Lok und die wollen wir dann in dieser Folge vielleicht mal austauschen, ne? Ich würde sagen, nach dem Logo schauen wir uns da weiter an. So, wie wir sehen, sind die auch alle hier am Plus fahren. Das heißt, das können wir machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in letzter Folge auch schon gesagt habe. Könnte sein. Dann lass uns mal zum Depot gehen, was ja hier um die Ecke ist. Und lass uns dann die neue Lok auswählen mit den neuen Anhängern da dran. Und wir brauchen 2, 4, 5. Ich würde aber, ja, obwohl das war die lange Strecke, ne? Vielleicht sollten wir das doch mit der 5 machen. Das war jetzt Regionalzug Bad Zwischenahn, Gütersloh, Lüneburg, Burgkönig. Ja, das ist es. Genau, da unten sehen wir ihn auch. So, 2, 3, 4, 5. Start, 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 Start und Start. Können wir hier schließen und dann können wir hier sagen: Fahrzeugdetails ausmustern. Einmal nach hier rechts bitte. Zweiten Fahrzeugdetails ausmustern. Kommt auch dahin. Ja, am liebsten habe ich das ja immer so, dass ich gerade so sehe, wie viele Passagiere da noch drin sind, aber. Das passt nicht so ganz, ne? Weil so müsste ich es dann machen. Aber wir haben noch ein paar zu viel hier, um das zu machen. Hier, das wird auch dann nicht umgeklickt. Hier, da, da. Da sind nur noch 7 drin. 1, 2, 3 haben wir schon. Das heißt, der vierte ist dieser hier. Tatsächlich klappt's. Ne, mit dem schon mal nicht. Ja, das heißt, mach den mal da ein, nimm den noch, Fahrzeugdetails ausmustern. Habe ich das bei dem überhaupt gemacht? Nein, natürlich nicht, der wäre ewig gefahren. Habe ich das bei dem gemacht? Ja, ne? Ja, bei dem habe ich das gemacht. Und dadurch müssen wir wieder hier hin und dahin. Und jetzt haben wir hier 19 und da 13. Gut, das heißt, die werden ausgetauscht. Und sind die schon alle raus? Ja, ne? Ne, warte auf freie Strecke, okay. Ah, da kommt einer. Aber die müssen ja hier runter, ne? Okay, dann müssen wir warten, bis der da vorbei ist. Ist ja auch nicht so prickelnd, ne? Aber ist halt so. Okay, das ist aber schon ein neuer Zug, genau. Dann passt das ja schon mal. Das haben wir geschafft. Er fährt hier jetzt wunderbar runter. Das heißt, da muss jetzt eigentlich einer rauskommen, oder? Ah ne, der fährt wahrscheinlich hier. Sollten wir hier noch ein Stück zweigleisig gerade machen? Wäre vielleicht sinnig, ne? Können wir hier mal rausgehen und dann hier noch rüber. Und dann Signale. Eins dahin und eins dahin. So, jetzt müsste einer rausfahren, ne? Macht er auch. Sehr gut. Den schließen, den schließen. Wäre sinnig, hier ein Signal zu machen, dass die nur nach da fahren, dann fährt der da raus, ne? Ich glaube, das würde gehen, oder? Dann müsste doch dann noch einer kommen, ne? So, jetzt müsste der da rumfahren. Hat er noch geschnallt, zum Glück. So, so. Weil der fährt ja schon zurück. Warum fährt denn der jetzt noch nicht? Oh, einer ist da oben schon weg. Jetzt stehen sie zu zweit da. Super. Warum fährt der Zug? Warte auf freie Strecke, aber hier ist doch nichts unfrei, oder?
wartet er jetzt auf den? War das schon immer so? Ich könnte dieses Gleis dazwischen wegmachen, oder? Weil der fährt ja noch da und die fahren nach da. Das heißt, diese Dingens bräuchte gar nicht da sein, oder? Da fährt keiner durch, ne, oder? Macht man das? Wegzusatz? Nee, nee, Spur weg. Ja, super, das hat gut geklappt, ne? Das hat er mir auch den Bahnhof kaputt gemacht. Aber das bleibt noch alles so, oder? Ja, ich glaube, das geht. Jetzt fährt er dann auch, glaube ich, immerhin. Hat er denn schon entladen? Naja, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Es war auf jeden Fall eine schlechte Idee, einfach aus dem Grunde, weil wir den Lokschuppen ja da haben und die wollen ja alle hier runter. Ha! Da kriegen wir gleich die Meldung, dass das nicht geht. Das war keine gute Idee. Zack. Müssen wir doch so machen. Weil die Züge können ja gar nicht durchfahren, die jetzt von da oben kommen. Der müsste jetzt durchfahren, oder wie sehe ich das? Ja, macht er auch. Zum Glück sind wir noch schnell genug gewesen. Nächste ist auch schon hier. Ach, deswegen, deswegen wartet der da, weil ich, jetzt dämmert's, ne? Ja, hier ist natürlich ein bisschen doof mit der Straße. Wäre schöner gewesen, wenn das Gleis hier, können das ja, sollten wir das so machen, dass wir hier, ja, wir bauen das hier auch nochmal, oder? Aber dann könnte sich Gütersloh nicht so gut vergrößern hier, oder doch? Wäre schon schön, wenn hier vorher Häuser sind, ne? Straßen sind oder sowas. Ja, lassen wir aber erstmal so. So, der fährt ja jetzt nach da weg. Und hier ist schon wieder einer weniger. Sind nur noch drei auf der Strecke von fünf. Und diese fahren ja schon durch, ne? Ist hier irgendwo einer lang gefahren schon? Ja, da unten. Ist das ein neuer? Ah, ne, nicht laden, ist nur ein alter. Okay, der fährt in die Richtung. Und der müsste jetzt gleich weg sein dann, oder? Ist wahrscheinlich der hier. Der müsste jetzt gleich weg sein. Königsbrunn. Zack, verschwunden, wunderbar. Das heißt, jetzt sind nur noch zwei drauf. Der fährt auch nach da hinten und der fährt nach oben. Und die anderen fahren sonst wohin. Biegt einer nach da ab? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, dann hat der wahrscheinlich das nächste Ziel auch. Bad Zwischenahn, Rathaus. Machen wir dem mal, sagen wir mal, fahr du mal nach Gütersloh. Und dann nach Lüneburg, ne? Geht das so? Nimmt ihr das? Nee, ne? Ja, das ist nicht genommen, oder? Doch, Fahrziel Gütersloh Rathaus passt. Weil dann fährt nämlich einer mal nach da. Das ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Der fährt jetzt durch, ne? Denke ich mal. Oh ne, der hält hier noch an. Ne, der müsste hier anhalten. Das heißt, der da unten hat noch keine Vorfahrt. Das passt. Der müsste jetzt hier vielleicht den einen oder anderen Passagier mitnehmen. Ja, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Ist aber nicht schlimm, das wird werden. Das ist alles im grünen Bereich. Der fährt nach Königsbrunn und der fährt nach Lüneburg zur Burg. Da ist er auch schon hin unterwegs, ne? Ja. Und einer ist tatsächlich auch hier schon hingefahren. Na, dann passt es ja vielleicht doch. So, und jetzt fährt der weiter? Nee, oder? Der wartet jetzt auf freie Strecke. Nee, macht er noch. Ich dachte. So, und der ist jetzt gleich hier weg. Er ist eher weg, der, weil der ist noch da ganz hinten irgendwo am Rumpflügen. Königsbrunn. Er hat drei Passagiere. Und hier stehen dann sechs, okay. Oh, der Dampf geht hier bei dem Bild langsam weg. Sehr schön. Vielleicht auch hier, weiß ich nicht.
So, das bedeutet, wie viel hat er hier jetzt mit? Oh, 62 von 80, passt. Aber da sind jetzt keine mehr. Doch, 9 noch durch, 7 intern und 2 wollen sogar tatsächlich noch zur Burg und da kommt ja auch noch ein Zug vorbei. Dann passt das, aber hier sitzen keine drin, ne? Nö. Aber dann sind die 2 die ersten gleich. Gut, dann ist das erstmal okay. Wo fährt er hier hin? Ah, er fährt nach Lüneburg-Rathaus. Okay, sind die schon einmal dahin durch? Ja, okay, die fahren auch ein bisschen schneller. 10 km/h waren das, glaube ich, der Unterschied, ne? Naja, mal schauen, wie es wird. Wo sitzen denn drinne? 27, geht auch schon. Und wo ist er? Er ist auf der Zielgeraden. Naja, ist gerade eine Kurve vor ihm, ne? Gut. Können aber die Listenverwaltung gerade aufmachen. Und dann die Fahrzeugliste. Und dann machen wir hier wieder Gewinn. Und dann steigen wir den um, dass die Guten oben sind und die Schlechten unten. Oh, guck mal, hier ist schon einer, der fährt schon gut Geld ein. Aber wir haben auch nicht mehr ganz so viele dann, oder wie sehe ich das? So, und wo ist der hier? Ah, das ist der jetzt hier, der gleich verschwunden ist. Genau. Und dann haben wir hier noch welche. Ah, nee, das ist das hier, das gehört da oben hin. Der müsste jetzt verschwinden. Genau so ist es. Und jetzt haben wir hier noch den Köln-Jena-Königsbrunn-Zug. Und da haben wir noch. Ah, das ist auf der anderen Seite, ne? Wilnsdorf ist auf der Insel, okay. Das heißt, wir werden jetzt diese Linie hier nochmal bearbeiten. Da sind nur zwei drauf. Okay. Den machen wir da unten hin. Dann müssen wir hier hin. Ne, da nicht, sondern da. Dann nehmen wir wieder eine neue Lok. Mit den drei Waggons. Und dann suchen wir den Fahrplan aus. Das war jetzt Personenzug Köln-Jena-Königsbrunn. Da steht überall Regionalzug, oder? Wo lese ich? Ne, da steht PZ, ne? Aber hier steht doch nirgendwo PZ, oder? OPQR. Doch, da ist PZ. Der ist falsch benannt. Aber vielleicht wäre so, ist er sogar richtig benannt. Na, lass es so. Ich kann es hier gerade nicht ändern. Eine Kopie, weil es zwei sind und die können wir starten. Den können wir schließen. Das können wir hier gerade aufmachen. Und den PZ haben wir jetzt hier. Machen da mal ein PR raus. Eine RP. Regionalzug ist das ja. Viel schicker, ne? So, und dann können wir den aufrufen und sagen, Fahrzeugdetails ausmustern. Und den können wir auch aufrufen, Fahrzeugdetails ausmustern. Dann sind die beiden gleich auch weg. Die anderen beiden fahren da noch hin. Ist erstmal gut. Das können wir schließen. Die sind jetzt interessanterweise schwarz geworden, aber keine Ahnung warum. 75, 73, die haben auch Plus eingefahren. Wen hatten wir hier? Achso, da sind noch jetzt welche, die wir noch machen müssen. Die beiden Kölner haben wir durch. Jetzt sind wir bei Wilnsdorf. Ne, Windsor ist das. Winenden ist das nicht. Wilnsdorf. Winenden, Hafen, Kirche. Da ist der Lokschuppen. Ist das hier die Museumsbahn dafür? Der kostet uns 18 den Kilometer und der kostet uns 17 Cent den Kilometer. Das ist doppelt so viel. Und hier ist nicht so viel zum Fahren. Ich glaube, den lassen wir mal besser. Dann können wir den auch schließen. Und dann haben wir noch Wilnsdorf. Ist das hier? Ne, das ist wieder Winenden. Habe ich wieder den falschen erwischt, ne? Erwischt. So, das ist Köln-Jena. Ist das dann Wilnsdorf? Ja. So, und hier ist das wahrscheinlich ähnlich zu dem anderen. Obwohl, der fährt auch plus ein, ne?
Und der schneller. Wenn er schneller ist, kann es natürlich auch sein, dass die viel früher da sind und sich viel darüber freuen und dann auch mehr fahren. Komm, zack, machen wir. Zack. Das war jetzt hier. Wilnsdorf. Starten. Können wir schließen? Können wir ausmustern, wenn leer. Er fährt jetzt schon mal in die andere Richtung. Ah, hier sind vier Passagiere dann. Vielleicht, naja, ach komm, lass mal so, passt schon. Da steht niemand, okay. Und wie will es am Hafen los? Okay, da stehen 44, davon wollen aber nur 1, 12, oh, sind doch 13, die er da holt. Ich hoffe, er fährt jetzt hier durch, ne? Linienverwaltung, brauche ich die noch? Ne, ich glaube erstmal nicht. So, jetzt ist noch die Geschichte mit Venenden. Das ist der Zug. Welcher ist das hier? Ach, Schwandorf hat auch noch einen. Ah, der wartet jetzt hier, ne? Beladen. Ja, okay. So, Venenden ist da. Der muss jetzt einmal fahren, dass ich den austauschen kann, weil sonst blockiert der mir den doch, oder? Wissen wir das oder wissen wir das nicht? Ja, weiß ich jetzt nicht. Dann lass den mal da. Das hoffentlich will ich, hoffentlich will ich das sehen, dass der sich bewegt. So, und dann haben wir hier noch den Schwandorfer. Und den können wir auf jeden Fall austauschen. Und das war jetzt Schwandorf-Hefen. Das ist also der. Und oh, ich muss schnell den anderen noch kriegen, diesen hier mit ausmustern. Und wenn der am Dingens vorbei ist, am Lokschuppen vorbei ist, starte ich den anderen. Oder nicht, warte, wir müssen den starten, wenn er da rumgefahren ist. Weil jetzt fährt er ja erst zum Hauptbahnhof und dann fährt er zum Hafen. Vielleicht besser, ne? Aber Hafen ist da. Werden das hier so gerade ausgebaut? Ach so, das war die Idee damit später schon mal, ne? Auch war gar keiner drin. Okay. Schwandorf-Hefen ist jetzt. Okay, ich hatte gerade die Falltasten bewegt und habe natürlich den dabei ausgewählt. Aber der fährt jetzt, ne, oder? Verlässt Depot, ja, ist gut. Ich hoffe, hier stehen noch welche. Ne, zurzeit nicht. Ich hoffe auch nicht, dass die gerade verloren gegangen sind. Nö, sieht nicht so aus. Da müsste er welche mitnehmen. Nee, hat er wohl nicht, ne, oder? Oh, der ist jetzt aber schwer zu kriegen, ne? Nee. Der ist schon irgendwo offen oder was? Nee, ich sag nicht. Hä? Wie geht das denn jetzt? Boah. Muss doch schon einer offen sein. Ist das einer von denen hier? Nein. Ist das der? Tatsächlich. Wieso habe ich den denn da eingelegt? Okay, egal. Okay, der macht jetzt erstmal Miete. Dann passt das ja schon. Und das ist jetzt noch unser einziger Zug, den wir hier oben haben, ne? Und dann müssten alle gelben schon mal weg sein, oder? Nee, doch nicht. Da fährt noch einer. Der hat nicht so viel zu tun in Lippstadt. Das ist der zweite. Der Lippstädter. Die restlichen müssten jetzt alle ausgetauscht sein, oder? Ja, sieht so aus. Sieht so aus, als ob das alles passt. Jo, sind wir durch. Ja, die fahren erstmal hier miese ein. 8000 der Zug. Aber vielleicht kommt das noch, denke ich mal. Will ich hoffen. Lass uns schnell die Marge nochmal angucken. War hier, ne? Monatsgeschichte. Oh, Marge 180 miese, aber
war ja der letzte Monat mit 12,47 und der Monat ist jetzt gerade, 13 Tage ist natürlich nicht so dolle, ne? 10 Monate Konto überzogen. Achso, warte mal, da gucken wir mal gerade rein, weil wir sehen ja hier, dass wir noch ein Gesamtvermögen von 2,5 Millionen haben. Wir haben insgesamt einen Fahrzeugwert von 5 Millionen, 2,5 ist der Kontostand miese und 2,5 ist Gesamtvermögen, was wir noch haben. Das ist erstmal noch alles im grünen Bereich. Da müssen wir mal gucken, dass wir es in der nächsten Folge angehen, dass wir die beiden vielleicht dann auch noch austauschen. Weiß ich aber nicht, weil ja, eigentlich lohnt das bei den beiden nicht, oder? Obwohl, wie gesagt, wenn die vielleicht 10 km/h schneller fahren, könnte es auch sein, dass das was bringt. Oh, hier, 67, der muss schon getauscht werden. Aber da sitzen ja welche drin. Hier 45 sitzen da drin und da 6. Also der müsste ja eigentlich mal fahren, ne? Ich glaube, da ändern wir mal gerade den Fahrplan noch schnell. Also diese Wartezeit, die nehmen wir da mal besser raus. Oder Fahrt pro Monat erhöhen. Auf 4 machen wir mal doppelt so viel. Jetzt fährt er auch. Und hier sitzen nur 6 drin, ne? Ja, das weiß ich noch nicht. Aber eigentlich müsste ich den jetzt hier vorbeifahren lassen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.